für die harten Kerle. Er bringt die Erfahrung mit. Cornel Sapatka. Collins Popek. Sicherlich keiner, der sich verstecken muss. Aus dem Ring. 14 Pro-Kämpfe. Ringzeit zur ersten Runde. First Round. 12 Siege. Und absoluter Standspezialist Alexander Popek. Macht sich ein bisschen rund, macht sich kleiner. Ja, genau. Und deshalb macht er das nämlich auch. Er will vermeiden, dass Sapatka da an den Gegner rankommt. So, deshalb nimmt er sich die Größe selber weg. Alex Popek drückt den Gegner weg. Weicht erstmal aus und lässt ihn aufstehen. Zwei verzweifelte Versuche, in die Beine von Popek zu gehen. Der hat das natürlich kommen sehen, Schritt zurück gemacht. Zieht sich schnell wieder zurück, den Fuß raus. Jetzt geht er rum um den Gegner. Ja, da ist Sapatka auch nicht schnell und explosiv genug. Und dann ohne Ankündigung bei so einem Topkämpfer die Beine zu greifen, das aber funktioniert nicht. Andererseits willst du dich auch nicht dem Risiko aussetzen, dass Popek erstmal eine linke, eine rechte abfeuern kann. Ja, du kannst nicht ein, zwei Schläge von dem mitnehmen und dann zum Boden gehen, weil die zwei Schläge beenden das Duell. Aber so kann er das noch 10-mal versuchen. Er wird die Beine von Popek nicht kriegen. Das ist ja auch vielleicht im ersten Moment jetzt, auch wenn es mit Hufen quittiert wird, ist es einfach nur so, er muss ja nur einmal Alex Popek zu fassen kriegen. Und wenn er ihn zu Boden bringt, jetzt ist er dran, Alex Popek. Jetzt setzt er ihn zu, Grounding Pound, das steuert schon jetzt auf dem Ende zu. Ja, nächster Patka ist nicht der Standkämpfer. Das war's. Das war's. 1,20. 1,20 und oben am Cage-Zaun, da präsentiert er sich. Ein Berg von einem Mann. Ein Sieger. Ein Münchner, Alexander Popek, hier in der Münchner Olympiahalle. Wird gefeiert, geht hier völlig raus aus sich. Was für eine Rückkehr, nachdem er so lange nicht da war, in Amerika gekämpft hat, viel international im Einsatz war. Es war ein schnelles Ende, das hier gekommen ist. Ja, aber es war irgendwo zu erwarten, weil Popek ist wirklich ein Top-Kämpfer. Und wenn so einer gegen jemanden antritt, der schon 45 Jahre auf dem Buckel hat. Ja, Sapatka ist sicherlich so über den Gipfel hinaus, aber man hat doch gesehen, er hat eben nicht die Möglichkeit, so jemandem im Stand entgegenzutreten. Ja? Das war, was er versucht hat, ist schnell ihn sich zu packen, zu Boden bringen. Ja, und von schnell können wir nicht gerade reden. Ach, nicht das mehr in der Explosivität, wie er vielleicht mal vor 4, 5 Jahren noch gewesen ist. Und Popek, du hast es anfangs schon gesagt, und das trifft es perfekt, der Typ ist eine Maschine. Und du hast ja auch gesehen, wie viel Respekt der polnische Kämpfer vor seinen Händen hatte. Der hat es gar nicht den Versuch in diesem Kampf gehabt oder gemacht, mit ihm im Stand irgendwas zu machen. Das war sicherlich ein sehr ungleiches Duell, wenn man jetzt den Ausgang anguckt. Ich hätte gerne mal gesehen, wenn Sapatka wirklich rankommt an den Mann, ob er das ausnutzen kann und wie sich Alex dann aus der Affäre gezogen hätte. Aber hätte, wäre, könnte, alles wurscht. Also eins ist klar, für so jemanden wie Popek brauchen wir stärkere Gegner. Ja, schön, dass er gewonnen hat. Schön vor heimischem Publikum. Absolut. Und aber Herausforderung ist was anderes. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wir haben Referee-Stoppage in der ersten Runde nach 1:20. Grund dafür war ein heftiges Ground and Pound. Ich konnte es draußen hören. Der Sieg geht an den Mann aus München, Alexander Popek. Aber guck mal, selbst er rechts an der Seite, so eine kleine Schirmgeschichte an der Haut. Also einmal ist er so ein bisschen drüber geflutscht.